Willkommen zu einem Wartetag auf das nächste Spiel der Nationalelf. Die Gelegenheit nutze ich für eine Sondersendung. Eine tolle Sondersendung, wie ich finde. Denn ich habe heute Nir Künzer zu Gast. Nir schoss das Golden Goal im Finale der Weltmeisterschaft 2003 gegen Schweden. Das ist insofern besonders, weil sie ja Verteidigerin war und überhaupt nur 2 Tore im Nationaldress erzielte. Das Golden Goal war dann auch das bisher letzte in der FIFA-Fußballgeschichte, weil es auch abgeschafft wurde. Das Golden Goal, das später auch zum Tor des Jahres gewählt wurde, machte Nir Künzer auch zum Medienstar. Seit 2006 arbeitet sie für die ARD als Expertin. Damit soll nach der WM Schluss sein. Nir, du hast dich entschieden, deine Arbeit als ARD-Expertin niederzulegen. Was waren deine Gründe und wie viel Wehmut empfindest du dabei auch? Ja, 17 Jahre ist eine lange Zeit, eine tolle Zeit, in der ich wahnsinnig viele Entwicklungen mitbegleiten durfte. Und ich habe gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, Weltmeisterschaft, die neue Dimensionen vordringt, 20 Jahre nach dem WM-Sieg und dem Golden Goal, ist eine runde Sache. Und im Moment überwiegt die Freude, dass nun endlich die WM losgeht. Von daher erstmal kein Wehmut und ich bleibe dem Fußball der Frauen bestimmt treu. Oder er mir. Das ARD-Ende muss ja kein TV-Ende heißen. Gibt es andere Perspektiven für dich beim Fernsehen? Oder hättest du einen Traum, zum Beispiel Tatortkommissarin in Wetzlar? Ich konzentriere mich jetzt erstmal total auf die jetzt laufende WM. Wir haben lange Drehtage, gerade in der Gruppenphase, total viele Spiele, viele Begegnungen. Da ist wirklich mein voller Fokus auf das Turnier, auf die Sendung und ich freue mich total, gerade in der K.O.-Phase, auf die wirklich hochklassige Partien und ja, das ist mein Fokus. Inwieweit kann deine Karriere im Sport und im Anschluss bei den Medien, hier sei auch dein Studiumabschluss in der Pädagogik genannt, vorbildhaft für Spielerinnen und für Frauen generell sein? Ja, also meine Erfahrung ist, es ist natürlich gut, wenn man vielfältig aufgestellt ist. Im Grunde mache ich ja nichts anderes. Ich habe eine duale Karriere während meiner Leistungssportkarriere gemacht mit meiner Ausbildung, mit meinem Studium. Im Moment mache ich quasi auch eine duale Karriere. Ich habe einen normalen Job und arbeite nebenbei immer wieder in den Medien, für die Medien. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, ja, vielfältig aufgestellt zu sein, immer über den Tellerrand rauszuschauen. Also ich habe total viel im Leistungssport mitnehmen können, was mir jetzt auch im beruflichen Leben weiterhilft an Kompetenzen. Also kann ich nur empfehlen, immer ein bisschen zweigleisig zu denken. Danke, Nir. Noch eine letzte Frage. Wen aus dem aktuellen Team kannst du dir als ideale Zukunftsbesetzung als TV-Expertin vorstellen? Ich finde, wir haben ganz viele tolle Mädels. Ich glaube, das ist ja gerade das, was sie auszeichnet. Sie sind authentisch, sie sind intelligent, sie sind nahbar. Ich meine, Alex Popp ist ja schon Living Legend sozusagen in ihrer aktiven Zeit. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ja im Grunde die meisten auch noch ihre aktive Karriere erstmal fortsetzen. Ansonsten sollte Alex Popp vielleicht drüber nachdenken, aufzuhören, ist sie natürlich im Moment das Gesicht des Frauenfußballs. Da sind wir mal gespannt. Auch eine Sondersendung hat natürlich meine tägliche Quizfrage verdient. Und die kommt hier. Wie heißt die beliebteste Mannschaftssportart in Australien? Rugby? Cricket? Aussie Rules? Ich habe zumindest zugehört, was Thomas Broich gestern erzählt hat. Ja, Rugby ist die beliebteste Teamsportart in Australien.